Möchte man biologisch gärtnern und auf Chemie verzichten, dann gibt es gewisse Dinge, denen steht man als Hobbygärtner relativ ohnmächtig gegenüber. Eins ist dieses Jahr ein riesiges Problem im ganzen Land und das ist die Kraut- und Braunfäule. Da gehen gerade Tausende von Pflanzen ein, das weiß ich auch von euch. Ich bekomme täglich irgendwelche Nachrichten, dass schon 20, 30 alle Tomatenpflanzen vernichtet wurde. Im letzten Jahr hatten wir schon ein Video zu genau dieser Thematik gemacht. Allerdings die ganzen Tipps aus diesem Video bezogen sich mehr auf die Vorbeugung, also dass die Erkrankung so spät wie möglich an die Pflanzen kommt. Das ist dieses Jahr immer noch top aktuell. Vor allen Dingen, wenn ihr das noch nicht habt, dann ist jetzt die richtige Zeit, alle vorbeugenden Maßnahmen durchzuführen. Also schaut euch unbedingt dieses Video an. Heute geht es aber vielmehr darum, was macht man, wenn die Pflanzen schon betroffen sind. Woran man das erkennt, hatten wir auch im letzten Jahr besprochen, aber du kannst es vielleicht noch mal eben sagen, Marcel. Ja, also es fängt in der Regel an mit so Flecken, die so absterben. Das kann am Blattrand sein, das kann auch mittendrin sein, am Blatt, das dann braun wird und dann auch abstirbt. Das Ganze kann sich weiterfressen. Das nächst schlimme Stadium ist eigentlich, wenn dann der Stängel betroffen ist. Ja, da wird es dann wirklich schon kritisch. Und Endzustand ist dann nachher, dass das in die Früchte reingeht, das Ganze. Gut, es gibt ja jetzt nicht nur diese Kraut- und Braunfäule, die Flecken verursachen kann. Es gibt auch ganz normalen Mehltau, der da dran gehen kann, echten wie falschen. Es gibt die Dürrfleckenkrankheit, eine Pilzerkrankung. Die sieht ein bisschen anders aus. Das sind eher so konzentrische Kreise um die Blätter. Ein Hauptproblem bei diesem, ich sag jetzt mal Pilz, ist ein Eipilz, ist irgendwas zwischen Pilz und Alge, ist, der breitet sich relativ schnell und aggressiv aus. Habe heute gelesen, die Sporen davon, die haben Geißeln, also wie so ein Spermium, so kleine Dinger da dran. Tja. Wie weit die sich damit fortbewegen können, weiß ich nicht. Ja, also wenn man guckt, wie klein die Teile sind, es kann nicht weit sein, aber wenn die dann so ein paar Zentimeter schaffen und dann wieder auf der Pflanze das nächste Stückchen dann besiedeln. Ist schon zu viel. Und dann gehen die nächsten wieder los und die nächsten wieder los. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man jetzt noch machen? Kann man überhaupt noch was machen? Und generell die Antwort ist erstmal ja. Nur ich hatte am Anfang gesagt, wenn man im Biogarten auf Chemikalien verzichten möchte, und das sind diese Pilzmittel, dann hat man erstmal, ich sage erstmal, nicht so die großen Chancen. Ich möchte aber auch nicht verschweigen, diese Mittel gibt es, die sind auch zugelassen, die kann man auch im Gartencenter, fragt man einfach mal. Das geht von, ich weiß nicht, funktionieren Kupferpräparate? Ja, das ist eher vorbeugende Geschichte, ne? Aber es gibt Mittel, das hat mich gewundert, dass selbst für Privatleute es Mittel gibt, die auch wirklich systemisch sind. Jetzt muss ich gerade überlegen, systemisch sind. Das heißt, sie in die Pflanze reingehen und von innen also richtig gut eigentlich auch wirken. Ja, die Frage, ob man das machen möchte oder nicht. Ne? Genau, ist halt Chemie. Aber wenn ihr das macht, lasst euch bitte beraten, lest ganz genau die Anwendungsanleitung und denkt nicht, ach ja, Beipackzettel, ach ja, interessiert mich nicht. Ja, da gibt es auch Zeiten, ne? Vor allem nicht denken, viel hilft viel, also wirklich an die Dosierung halten. Da habe ich also schon von Privatleuten Sachen erlebt, die sind wirklich haarsträubend. Und genau, die Wartezeiten immer einhalten. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, hängt man einfach an diese vorgegebene Wartezeit noch ein paar Tage dran. Also statt 3 Tage eine Woche. Eine Woche, genau. In meinem Garten verzichte ich komplett auf solche Mittel und ich denke, die meisten von euch auch, weil dafür bauen wir ja selber an, um eben sowas nicht in den Pflanzen zu haben. Ob das jetzt schädlich ist oder nicht, es ist zumindest zugelassen, das möchte ich jetzt auch mal offen lassen. Aber jetzt kommt die große Chance, die wir dieses Jahr alle gemeinsam mal vielleicht nutzen sollten, weil, wie gesagt, ich bekomme wirklich sehr, sehr viele Nachrichten von Leuten, die sagen, all meine Pflanzen sind betroffen. Wenn ihr an den Pflanzen die ersten Blätter seht, wo diese Flecken drauf sind, Empfehlung, wegschneiden. Rausschneiden, möglichst so entfernen, dass man nicht noch überall über die anderen das Ganze dann drüber streut. Also Hände, Werkzeug desinfizieren. Ja, und dann halt vorsichtig rausnehmen, ne? Nicht durch den ganzen Bestand schleifen, sondern möglichst zack, direkt in den Eimer, weg damit. Weg damit, Hausmüll, Hauptsache weg. Aber ich hatte jetzt auch von einigen gesehen, die haben schon ihre Pflanzen komplett vernichtet. Sah auch teilweise richtig grausam aus. Nur da sehe ich halt dieses Jahr
eine Chance, weil viele von uns dieses Problem haben. Und bevor ihr jetzt anfangt, die Tomatenpflanzen zu vernichten, wenn eh alle befallen sind, ist jetzt die Zeit, doch mal gewisse Hausmittel auszuprobieren. Wir hatten ja im letzten Jahr das Video über den Mehltau und mein Aufruf, da doch mal bitte dieselben Sachen, die wir gezeigt haben, auszuprobieren und mir dann mitzuteilen, was ist daraus geworden, hat das funktioniert, ist ein bisschen ungehört geblieben, beziehungsweise es kam kaum was. Jetzt unter den letzten Videos kam so ein bisschen raus, dass dieses, Kaliumcarbonat, ja, diese ganzen Carbonate, Natrium, Bicarbonat. Genau, dass Leute das dann ausprobiert haben, wirklich begeistert davon sind. Mehltau war nach kurzer Zeit weg. Wurde dann noch ein paar Mal wiederholt, aber davon bräuchten wir halt viel mehr Sachen. Und wenn ihr da mitmachen wollt, versucht doch mal diverse Sachen aus, auch wenn die erstmal sich so anhören, als ob das nicht klappen könnte. Eine Sache, die wohl tatsächlich funktionieren soll, ist Schachtelhalmextrakt. Wer jetzt sowas nicht hat, schaut mal zu mir in den Shop bei Borago. Wir haben auch ein fertiges Präparat da. Auch mal auszuprobieren. Ich muss aber ehrlich sagen, dafür habe ich es noch nie ausprobiert. Das wäre eine Sache. Das andere wäre die Mittel gegen den Mehltau. Das verwendet man ja, um den pH-Wert auf der Oberfläche stark zu verändern. Genau, genau. Und das mag, ja. Das mögen die Pilze ja nicht. Also zumindest die Sporen, die sich dann ausbreiten wollen, ich denke, die werden massiv gestört. Ob es jetzt gegen den, wenn es schon wirklich richtig drin sitzt, hilft, weiß ich jetzt nicht, aber auf alle Fälle die Ausbreitung hat man gute Chancen, dass man da so ein bisschen den Pilz in die Suppe spuckt. Genau, was könnte man noch ausprobieren? So aus Verzweiflung, sowas, was man bei Blattläusen, einfach so Seifenlauge. Ich glaube aber nicht, dass das funktioniert, aber man weiß es nicht. Brennnesseljauche, ich höre es immer wieder, Brennnesseljauche gegen alles. Genauso wie effektive Mikroorganismen. Wenn ihr sowas eh zu Hause habt, einfach nochmal drüber spritzen. Ausprobieren, ja. Es gibt ja verschiedene Wirkweisen. Ne? Das eine ist eben wirklich, dass man die Ausbreitung verhindert. Das andere ist, dass man was vielleicht findet, was den Pilz dann selber schon angreift. Oder auch einfach, dass man die Pflanzenzellen stärkt. Ne? Mhm. Also Brennnesseljauche hat viel Silizium. Da kann ich mir vorstellen, wenn das dann in die Zellwände eingebaut wird. Das hier auch. Das auch, genau. Dass das dann die Zelle robuster macht, dass dann der Pilz da nicht mehr so leicht reinkommt. Und um euch das Mitmachen an dieser Aktion ein bisschen zu erleichtern, habe ich ein Formular erstellt. Das Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch da runterladen. Da stehen so Sachen drin. Wann habt ihr damit angefangen? Wie stark war der Befall? Habt ihr es vorbeugend gemacht? Wie hieß die Tomatensorte? Spielt ja auch eine Rolle. Das spielt eine ganz große Rolle. Das sind ja eigentlich im Prinzip, würde ich fast sagen, unter vorbeugend, ne? Dass man ja die richtigen Sorten aussucht, die also damit besser umgehen können. Genau. Welches Mittel habt ihr verwendet? In welcher Konzentration? Über welchen Zeitraum? Wie oft? Und dann noch fällt, hat das Ganze funktioniert? Würdet ihr das weiterempfehlen? Konntet ihr die Ausbreitung des Pilzes stoppen? Beziehungsweise der Phytophthora? Genau, wurde es gestoppt, ist das, was nachgewachsen ist, dann wieder gesund gewesen. Je mehr Sachen wir dann zurückbekommen, umso besser könnten wir dann im nächsten Jahr die Sachen selber mal ausprobieren, das verifizieren und dann auch dann Empfehlungen geben. Wir können jetzt einfach sagen, ja, Schachtelhalmextrakt funktioniert super gegen Phytophthora, aber es wäre einfach gelogen, weil wir es nicht wissen. Das weiß ich, weil ich habe es bei so einer Landesanstalt für Landwirtschaft irgendwo gelesen, dass das wohl ganz gut wirken soll, aber selber ausprobiert, keine Ahnung. Allein das kommt am Ende darauf an, wie viele sich daran beteiligen, weil das mit so Beobachtung bei solchen Sachen ist immer eine schwierige Sache, genau, finde ich. Also je mehr Daten man hat, also der Einzelne kann mal einen Fehler machen, zwei auch. Wenn aber 50 Mann aufs gleiche Ergebnis kommen, denke ich, dann oder ist 500? Das dann 500? Gut, E-Mail-Adresse steht, wo das dann hingehen soll, oder Postadresse steht dann alles auf dem Formular drauf. Und wir machen uns dann auch wirklich die Mühe und werden das analysieren mit allen Sachen. Das kommt eine Datenbank, wie auch immer, und dann werden wir das dann spätestens im nächsten Jahr, wenn dann Zahlen vorliegen,
veröffentlichen hier auf diesem Kanal. Also noch ein weiterer Grund, das jetzt zu abonnieren. Ja, hoffen wir mal, dass es dann doch nicht so schlimm wird dieses Jahr. Aber was ich hier so sehe, das es ist teilweise wird kein gutes Tomatenjahr. Also ich denke mal, dieses Jahr ist gut, wenn man wirklich der Empfehlung gefolgt ist. Also was wir immer sagen, wenn man draußen pflanzen will, wenn man kein Dach hat, unbedingt krautvolle, resistente Sorten nehmen. Wenn man davon genug hat, dann auch mal ein Opfer mit dazu, Ananas-Tomate, was man unbedingt haben will, dann hat man immer die anderen noch zur Sicherheit. Aber das hast du ja schon im letzten Video empfohlen. Da habe ich drüber nachgedacht. Mhm. Wenn jetzt die Ananas-Tomate komplett mit Sporen übersät ist, meinst du nicht, dann ist der Druck auf die resistenteren Sorten umso größer? Da ist natürlich auch was dran, aber man kann sie ja 2 Meter wechseln. Wenn man den Platz hat. Gut. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch zahlreich an dieser Aktion beteiligen würdet. Wäre eine tolle Sache, vor allen Dingen, dass man am Ende eine Empfehlung geben kann. Benutzt dieses Naturmittel, dieses ökologische Mittel, anstatt dann auf irgendeine Chemie zurückgreifen zu müssen, wenn man dann was ernten will oder man verzichtet komplett auf die Ernte. Gut. Dann sagen wir wie immer, hat euch dieses Video gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt es in die Kommentare, empfehlt gerne diesen Kanal weiter, besucht Marcel oder auch mein Instagram-Profil und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.